Hallo zusammen, es geht weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich habe meinen allerersten Einsatz jetzt auf Golem Island erledigt und kann mir den nächsten für Motherland schnappen. Und zwar heißt das der einzige Weg. Neutralisieren Sie alle Gegner. Ihr Ziel, das Camp Salamander. Um Maximova, die Anführerin, der Anführerin der Bordax zu gelangen, müssen Sie das Lager angreifen. Das ist den einzigen Zugangsweg zu ihr bewacht. Erreichen Sie dieses Lager und neutralisieren Sie die Garnison. So, und wenn ich das geschafft habe, das ist dann wieder so eine Art, ja, nennen wir es mal Destabilisierungseinsatz. Entfernt Borlak-Tarnposten von den Straßen und Wegen dieser Region. Wobei das Ganze nicht als Destabilisierungseinsatz gilt, sondern als Eroberungseinsatz. So, bin mal gespannt, ob Bowman sich so mal meldet. Oder ob das schon alles war, was sie mir am Ende der letzten Mission erzählt hat. Weil es wäre gar nicht schlecht hier ohne Tarnposten. Ich meine, ich gehe hier eh querfeld ein. Ich schalte auf Nachtsicht um. Aber hin und wieder waren dann doch immer welche so wie aus dem Nichts da. Nachtsicht an. Da oben brennt was. Ist das noch mein Auto von vorher? Das kann gar nicht sein, oder? Ich habe ja vorher versehentlich... Nee. Ich habe ja vorher versehentlich einen Autoschrott gefahren, aber das ist es nicht. Das sieht eher aus wie so ein Sportwagen. Ja. Tote Zivilisten. Das ist auch merkwürdig. Das ist plötzlich... Ach. Und Outcasts sind ja auch. Vorher hieß es doch, es gibt keine Outcasts auf Golem Island. Aber gut, das sind eventuell gefangen genommene Outcasts. Vielleicht bringt das ja was, wenn ich die befreie. Ich muss auch nicht vorsichtig sein. Das heißt nur eliminieren. Ah, ne. Doch. Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Das sind Outcasts. Weil... Karen Bowman hat ja... Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Hat ja im ersten Einführungsgespräch gesagt, dass ich auf mich allein gestellt sei, da die Outcasts... Setze die Nachtsichtbrille auf. ...auf Aurora viel zu tun hätten, um jetzt noch nach Golem Island zu fliegen. Ich gehe auf Nachtsicht. Also Camp Salamander weiß ich noch aus einem Raid, beziehungsweise einem Solo-Raid. Das ist relativ gut bewacht. Sehr groß und es trennt den Sektor 2 vom Sektor 3 ab. Und das ist damit wahrscheinlich auch gemeint der einzige Weg. Weil ich sonst nicht Richtung Vulkan oder Lava Duck komme. Ja, da ist das große Camp. Ich scout das aber erstmal vorsichtig, denn ich vermute, hier sind zig Alarmsoldaten auch versteckelt. Das heißt, ich mache das Ganze mal im Nachtsichtmodus. Da ist schon der erste Versteckte. Da wird auch einer drin sein, oder? Jo. Geschütz. Mörser. Brecher. Versteckter. Normaler Wolf, kaum zu glauben. Dass hier immer noch so ein paar Wolfs zugange sind. So, und hier ist nämlich das Tor, wo es dann in den weiteren Sektor geht. Und das ist hier ist jetzt sogar geschlossen. Wahrscheinlich geht das erst automatisiert auf, wenn ich mich hier durchgekämpft habe. Teil der Jungs wird hier irgendwo versteckt sein in den Gebäuden. Bunker sehe ich noch keinen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal eine Scout, beziehungsweise Sensorgranate, ich sagte mal Scoutgranate, so eine Sensorgranate drauf pfeffern. Habe ich jetzt ein paar mehr entdeckt? Ich hoffe.
Welche davon kann ich mir denn schnappen, ohne dass einer mitkriegt? Den da? Das hat keiner mitgekriegt. Kommst du da raus, mein Freund? So, der ist auch weg. So, Funke habe ich noch keinen gesehen. Schafft meine KI auch mal ein bisschen was? Tschüss. Also dafür, dass die Wolves sonst immer so clever waren in den normalen Spielen. Oh. Das ganze Lager hat getriggert, egal. Na gut, komm, den treffe ich nicht. Doch ein Funker noch da. Scharfschütze, Feuer! Alles sauber, sie sind tot. Gegner, da! Ja, schade. Das war klar, dass der Funker da auch chillig versteckt ist. Der frisst aber viel Blei, der Kollege. Ich hatte gar keinen Drohnenpiloten gesehen. Kommen die jetzt hier hochgelatscht? Das ist ein bisschen merkwürdig, die Mission, muss ich sagen. Komm hier. Guck mal, meine KI dahin, ich hoffe. Ach, den Mörser muss ich noch Ja. Also die gegnerischen Waffen. Die gegnerischen Waffen wie Mörser etc., die brauchen deutlich mehr Hits, um kaputt zu gehen. Auf Golem Island als auf Aurora. Ich merke, dass ihr euch verbrauche wesentlich mehr Munition. Kommst du da freiwillig hoch? Du musst dann unsichtbar, glaube ich, so wie es ballert. Ich denke mal, ich muss jetzt wahrscheinlich runter. Nicht schlecht. Nehme ich mal an. Ja, ich muss da runter. Ich muss jetzt runter, um die letzten wegzuholen. Das werde ich hier oben vom Highground nicht schaffen. Nehme ich das hier noch mit? Wird aber auch kein besonders guter. Nachtsicht ist an. Und irgendwann unsichtbar ist hier noch. Mist, ein Scharfschütze. Er hat uns im Visier. Wo ist der Scharfschütze? Wo habt ihr den Scharfschützen markiert? Da hinten? Die sind versteckt. Aber wieso treffen die mich denn, wenn die so versteckt sind, die Jungs? Hä? Verstehe jetzt nicht so ganz, ganz ehrlich. Schalter auf Nachtsicht. Da war ein Unsichtbarer. Ja, da werden noch ein paar mehr Unsichtbare hier wahrscheinlich im Lager sein. Ich mach stark davon ab.
Dahinter komme ich mal nicht dran, ne? Naja. Den Loot sammle ich gleich ein. Sehr gut. Aber da ist hier noch wie verrückt blinkt meine mehr Feuerkraft ist immer gut. Da ist noch alles rot da drin. Da werden noch ein paar sein. Da werden noch etliche versteckelt sein. Wollte ich mir aber erstmal die Infos. Die interessieren mich jetzt nämlich. Hüpf doch hier rein. Ja, komm. Das ist wieder hier zu der Maximova. Tagebuch, was schreibt sie? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen, wenn ich das lese. Ja, da ist es. Diese widerlichen Schleimer, kein einziger von denen kann selbst denken. Sie waren neidisch auf meinen Erfolg, aber ich hätte nie gedacht, dass sie die Eier dazu hätten, etwas dagegen zu tun. Diese Unverfrorenheit, ich weiß nicht, wer meinen Sturz geplant hat, aber ich habe Mittel und Wege, diese Mistkerle auszuräuchern. Es ist nur eine Frage der Zeit. Zuerst hat Russland meinen Vater hintergangen, ihn als Verräter und Spion gebrandmarkt. Jetzt wollen sie mich. Der Ruf meiner Familie ist ruiniert. Jetzt sind nur noch die eingefrorene Bankkonten, gescheiterte Abmache und eingerissene Brücken übrig. Die Presse läuft amok und trampelt auf dem Grab meines Vaters herum. Haben die keinerlei Respekt vor den Toten? Vor den Lebenden ja auch nicht. Sie werden es büßen, meine Familie angegriffen zu haben. Unvorstellbare Verbrechen fordern unvorstellbare Rache. Die russische Regierung, die Medien, die Ministerien, sie werden dieselben Demütigungen erleiden, die sie mir zugefügt haben. Vielleicht erkennen die Borlachs ja, wie nützlich gemeinsame Feinde sind. Mal sehen. Aha. Klingt ein bisschen seltsam, was die von sich gibt. Aber Gott, die ist halt schwer enttäuscht. Explodiert das hier? Nee. So viel können jetzt ja nicht mehr sein. Die Outcasts helfen mir auch ein bisschen. Interessant. Obwohl es ja offiziell keine Outcasts geben soll. Und noch ein paar andere. Okay, hier noch schnell rein, lass mal looten. So, da ist noch ein Sniper da vorne. Ich dachte, ich hätte den Vorschuss. Der Sniper zielt auf uns. Die Gegend ist sicher. Die Tür steht weit offen. Perfekt. So, dann sammle ich noch den Loot ein. Der einzige Weg, alle Gegner neutralisiert. Ich höre es auch schon, wie die Tür aufgeht. Jetzt nehme ich erstmal hier den goldenen und violetten Loot noch mit. Dann gucke ich noch schnell im Lager, ob da noch mehr Interessantes ist, was ich hier brauchen kann. Roman Nomad hier. Der Weg ist frei. Ich bin sicher, dass sich Maximova nahe des Lavadukts versteckt. Ohne Autorisierung kommen sie aber nicht durch die Sicherheitstür. Ich habe den Bodak-Funk abgehört und erfahren, dass es noch ein einziges Fahrzeug gibt, das elektronischen Zugang hat. Stehlen Sie es. Nur damit kommen Sie rein. Aha. Okay, out. Interessant. Also muss ich das Fahrzeug klauen, was die Türen öffnet. Jetzt will ich auch gleich mal schnell gucken. Ne. Andere Einsatz heißt trojanisches Pferd. So, jetzt will ich aber erstmal noch gucken, ob ich hier nicht noch was übersehen haben könnte. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, das waren alles an Infos, die ich hier kriegen konnte in dem Lager. Ja, ja, das trojanische Pferd ist ganz hier an der Prototypwerkstatt. Da muss ich das klauen. Und der Prototypwerkstatt muss ich ja wahrscheinlich nachher hochfahren. Und hier irgendwo ins Lavadukt reinfahren. Das mache ich aber im nächsten Ansatz. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.